Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 4 100 Baby Challenge. Ja, in der letzten Folge, da haben wir einen kurzen Ausflug gemacht, welcher voll nach hinten losging, weil Luisa vollkommen fertig ist. Und wir sind hochschwanger, denn das Baby kommt jetzt auch schon bald. Wir sind im dritten Trimester, es kann nicht mehr lange dauern. So, wir machen uns erstmal was zu essen, was total leckeres, feines. Wo hast du das Essen hinge... Ah, okay. Ja, ich sehe. Ich seh's. Schön, schön, schön. Hacke, hacke, alles. Und jetzt einfach spontan einfach alles in eine Schüssel. Und dann... Boah, was zum... Ich habe jetzt gar nicht realisiert, wenn ein Sim schwanger ist, kriegt die dann auch so... Naja, so einen Vorbau? Oh mein Gott. Ich realisiere jetzt erst, wie krass du eigentlich aussiehst. Guck mal, das da drin, das ist sogar schon mit fehlender... Hallo, würden Sie bitte ganz kurz warten. Das hier drin ist sogar mit fehlender Textur. Nee, ich glaube, das soll so sein, das Blatt. Oh, du siehst aber nicht glücklich aus. Das war jetzt mal perfekt. Ich glaube, du bist nicht glücklich. Kann das sein? Ach ja, das Leben ist schon hart, ne? Nee, das tun wir nicht aufräumen. Das brauchen wir nämlich. Wir wollen nämlich was essen. So. Wir haben sogar was Leckeres zu essen hingekriegt. Und zwar Spaghetti-Qualität schlecht. Das sieht ja auch einfach aus wie Kohl. Nee. Das räumst du jetzt bitte einmal auf. Und dann nimmst du dir einfach mal einen Snack. Dann nimmst du dir einfach mal einen Joghurt. Komm. Du nimmst dir einen Joghurt. Okay, komm, vergiss es. Das war jetzt... Das ist ja... Ist das gerade dein Ernst? Du hohle Nuss, warum zur Hölle? Guck mal, so einen Fisch können wir auch verkaufen. So, jetzt isst du bitte das alles mal ein bisschen schneller. Wer oder was stört? Pausenklau! Ein anderes Kind hat Julia bedroht und ihr das Pausengeld abgenommen. Sie ist weinend in das Sekretariat gekommen. Finde das Kind, sonst finde ich es. Beeinflusst Verantwortung. Sie muss lernen, sich zu verteidigen. Beeinflusst Konfliktlösung. Eine dicke Umarmung sollte ausreichen. Beeinflusst Empathie. So. Konfliktlösung steigt. Und, warte mal. Luisa Klee hat der Schule von Julia einen Rat erteilt, wie man mit der Situation umzugehen hat. Empathie sinkt. Ja, hallo? Aufs Maul! Okay, du musst dich wehren, ist die nette Version von aufs Maul. So. Das Glückskaninchen ist... Das Hochleistungskaninchen ist nach wie vor vorhanden. Wir sind nach wie vor am Essen. Musical! Die Musiklehrerin von Julia sucht eine Darstellerin für das Musical. Sie sieht zu ihr hinüber und bemerkt dabei... Bemerkt dabei nicht, das ist ein Komma, ich dachte, das ist ein Punkt. Bemerkt dabei nicht, wie aufgeregt das Kind neben ihr ist und wie gerne es auf die Bühne gehen würde. Soll Julia die Chance ergreifen oder das andere Kind schicken? Anderes Kind schicken. Julia stupst das Kind neben ihr mit dem Ellenbogen an und das Kind geht auf die Bühne. Der arme Junge bekommt ein Zimbeln in der... in die... Was? Was ist denn ein Zimbel? Bekommt ein Zimbel in die Hand gedrückt und soll improvisieren. Das Ergebnis ist ein lautes Krachen und Scheppern, das dem Jungen noch alle Jahre in den Ohren dröhnen wird. Uff. Was ist denn ein Zimbel? Oder habe ich das jetzt irgendwie... Dort auf die Bühne. Der arme Junge bekommt ein Zimbel in die Hand gedrückt und soll improvisieren. Das Ergebnis ist ein lautes Krachen und Scheppern, das dem Jungen noch jahrelang in den Ohren dröhnen wird. Uff. Ja. Fabian hat die Unterrichtswoche beendet. Er hat sich gut geschlagen, könnte aber trotzdem noch eine Schippe drauflegen. Das Wochenende wäre gut dafür geeignet. Julia hat die Unterrichtswoche beendet. Sie hat sich gut geschlagen, könnte aber trotzdem noch eine Schippe drauflegen. Das Wochenende wäre gut dafür geeignet. Okay. Du darfst dann einmal aufs Klo und schlafen. So. Wir haben Hunger, wir gehen erstmal Joghurt essen. Das klingt nach einem Plan. Wir haben... Ich glaube, du hast auch Hunger. Dann isst du auch mal einen Joghurt. Komm. So,
Das haben wir soweit fertig. Bin jetzt gespannt. Stopp, was haben wir hier? Nein, Travis, geh weg. Okay, Luisa hat es nicht mehr ausgehalten. Luisa geht aber dann trotzdem gleich schlafen. Rechnungen müssen wir noch nicht bezahlen. Nee, müssen wir nicht. Perfekt. Hier haben wir noch ein bisschen Müll rumzustehen. So, Fabian, guck mal, du könntest ja mal was ansehen. Warum willst du das ansehen? Du könntest das hier mal reparieren gleich. Und dann darfst du auch mal bitte das Ganze säubern. Dann darfst du duschen gehen. Und wir gehen hier mit Luisa erstmal ins Bett, weil sie ist ein bisschen fertig, was die Gesamtsituation angeht. Hauptsache, man hat den Joghurt nicht zu Ende gegessen. Ist auch eine Variante. So, komm, wir hauen rein. Wir kriegen das hin. Danach würde ich sagen, gehst du sogar noch aufs Klo. Oh mein Gott, die hat das ja abgespült. Ach, du hast auch Hygieneprobleme, ne? Guck mal, wir könnten aber mal unsere Hausaufgaben machen. Nein, du willst nicht baden. Du gehst deine Hausaufgaben machen. Hallo, schickst ihn raus. Was ist los mit dir? Du gehst das reparieren, bitte. Du gehst Hausaufgaben machen. Und du hau mal rein hier. Level 3 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Fabian hat nun die Chance, seltene Teile zu finden. Außerdem kann er mehr Skulpturen schnitzen. Das Festival ist in der Stadt. Willst du dann einmal duschen, bitte? Dann darfst du auch einmal aufs Klo. Okay, das war jetzt ein bisschen strange. Ich muss das erst plündern. Okay, habe ich verstanden. So, wir duschen, dann gehen wir aufs Klo. Dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich sogar nochmal was essen. Und dann könnten wir mit unserer Schwester mal ein bisschen reden. Wir diskutieren ein bisschen dann. Nein, das machst du danach, bitte. Hausaufgaben sind erledigt. Das erlöst dich allerdings noch lange nicht. Du machst Zusatzaufgaben, bitte. Denn wir müssen uns steigern. So, ich hoffe mal, das Baby kommt auch mal bald auf die Welt. Wo ist denn der 125er Frosch? Züchten mit. Ungewöhnlich, guck mal hier. Dann haben wir jetzt noch einen 120er Frosch bekommen. Ich möchte aber bitte was ganz Neues kreieren. Nein. Wir wollen nichts erstmal. Wir sind erstmal schwanger, das reicht erstmal. Ich frage mich gerade, von wem eigentlich nochmal? Ach ja. Schön, schön, schön. Hier, guck mal, hier haben wir einen Pizzaboten. Den können wir auch mal demnächst eigentlich... Ach, okay, ich glaube, das... Stopp. Ist das Acer, den wir... Den hatten wir ja schon, ne? Ja, das ist... Ja, das ist der Profi-Pizzabote. Ja, das ist unser jetziger Vater. Da war ja was. So, wenn du dann was gegessen hast, darfst du auch bitte einmal aufwischen. So, und Luisa, du bist jetzt auch mal langsam... Du schläfst echt langsam aus. Das geht mal gar nicht. So, wir sind wieder voll fleißig mit dabei. Bisschen was zu essen jetzt. Er muss auch morgen vor allen Dingen arbeiten. Das tut mir halt voll leid für ihn. So, wir können ja mit ihr währenddessen mal ein bisschen reden. Dann kriegen wir auch eventuell dann das andere noch ein bisschen hoch. Dann machen wir mal Bewunderung ausdrücken. Wir sind mal friendly. Aber sie hat ihre Dingens, ihre Zusatzaufgaben auch schon fast fertig. Nach Tag fragen. Ist unsere Musikanlage wieder kaputt gegangen? Nee. Nee, läuft wieder, okay. Und sie ist sogar tatsächlich fertig. Dann darfst du einmal bitte aufs Klo gehen und einmal duschen.
Dankeschön. Du darfst... Na komm, dann darfst du erstmal schlafen. Ja, das machst du jetzt mal. Gute Nacht. So, und du gehst einmal schnell aufs Klo. Dann gehst du bitte einmal... Dann gehst du bitte einmal duschen. Und das Ganze bitte einmal aufwischen. So. Oh mein Gott, das kannst du bitte aber dann auch säubern, wenn das... Was ist denn los? Du musst aufs Klo? Okay. Dann mache ich jetzt mal improvisieren. Komm. Geh aufs Klo schnell. Gut, dass ich das Klo rübergestellt habe, ne? Einmal spülen. Ja, danke schön. Jetzt lass einmal aufs Klo gehen. Dann packe ich die Toilette wieder zurück. Ach ja, aber dann darfst du bitte noch ein bisschen schlafen. Hiermit ausgeschlafen ist noch nicht, ne? Ich möchte bitte deine volle Energie bitte nutzen. Und das geht halt nur, wenn du endgültig ausgeschlafen bist. So, die Toilette, die nehme ich jetzt auch wieder mit nach hinten. So, tada. So. Und dann darf Julia auch... Nee, ich will eigentlich erstmal, dass die jemand säubert. So, du gehst wieder schlafen, das ist kein Ding. Du brauchst eventuell mal ein bisschen Spaß. Dann könntest du eventuell mal Spiele spielen, Rechenspiele. Wenn du mal zu Ende geduscht hast, endlich mal nach 10.000 Jahren. Boah, das Duschen dauert echt teilweise länger als das Baden. Normalerweise soll das ja eigentlich nicht so sein. So, wir spielen jetzt Rechenspiele. Dann geht hauptsache der Spaß ein bisschen hoch. Dann würde ich sagen, essen wir so aus dem Computer kaputt gemacht. Dann geh ein bisschen Fernsehen. Geh ein bisschen Fernsehen, damit das hier hochgeht. Dann würde ich sagen, würdest du nebenbei sogar noch was essen? Oh, dann geh schlafen. Dann geh schlafen, komm. Dann, wenn du schon so drauf bist, dann gehst du jetzt einfach schlafen. So, passt doch. Oh, Fabian, du musst... Hallo, darf ich bitte? Dankeschön. Du musst auf alle Fälle hier schön ausgeschlafen sein. Und dann machen wir jetzt gleich erstmal den Spaß voll. Oh, 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 oh. Geht doch. So, Luisa ist ausgeschlafen. Oh mein Gott, sie muss nochmal aufs Klo. Ja, komm, dann lauf jetzt aufs Klo. Sogar das dauert ja Ewigkeiten, ey. Drittes Trimester. Hallo. Das ist ja mal asozial. Hallo. Drittes Trimester. Wegen Versuch, Baby zu machen. Entbindung, keiner weiß wann. Dann lass das bitte einmal säubern. Du säuberst erst. Und danach kochen wir mal was. Frühstück servieren. Eier und Toast machen wir dann. Während die hier eh noch schlafen, wobei hier Fabian wird bald aufwachen. Und Julia wird auch schon bald aufwachen. So müde war die ja gar nicht. So, wenn du ein bisschen schneller dich hier mit Säubern beschäftigen würdest, dann würde das jetzt auch alle... Ich muss einmal ganz kurz umbauen. Jetzt, wo ich es gerade sehe. Ich möchte irgendwie Küche und Wohnzimmer anders machen. Ich bin dafür, wir machen ein zweites Stockwerk, aber ich weiß halt nicht, inwiefern mein Geld dafür reicht. Dann bin ich dafür, dass wir hier Küche und Wohnzimmer hinpacken. Das habe ich jetzt ganz spontan entschlossen, ich weiß. Wohlmöglich nicht meine beste Idee. Okay, das ist schon ziemlich happig hier mit dem Geld. Dann möchte ich bitte einmal... Boah, das ist echt teuer. Dann brauche ich noch Fenster. Nee, bitte einmal Fenster. Dankeschön.
Ja, und dann würde ich eventuell hier noch Fenster hinpacken. Ach, das geht gar nicht. Sein, wir haben sowas hier, ne? Ja, aber das sieht schrecklich aus. Die gehen? Jetzt ehrlich? Dann würde ich die beiden hier noch hinpacken. Und dann tatsächlich einfach mal hier eine x-beliebige Farbe auswählen. Was haben wir denn unten für eine Farbe? Die hier. Okay, dann würde ich oben etwas Bläuliches machen, muss ich ehrlich sagen. Eventuell, nee. Bläulich, bläulich, bläulich. Das ist irgendwie gräulich. Hä? Ja, sowas Gräuliches möchte ich auf alle Fälle haben. Und dann würde ich eventuell noch ein bisschen was Orangenes mit reinnehmen, wenn ich hier das, den Boden so weiß mache. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich genau da oben hinsetzen möchte. Eins steht fest, die Küche, die muss nach oben. Ah, okay, hallo. So, dann würde ich sagen, wir machen die Treppe so. Und wie... Ah, okay. Dankeschön. Oh mein Gott, ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar. Dann, guck mal, dann ist das ja sogar ein bisschen größer geworden. Das passt doch eigentlich ganz gut. Ich würde dann sogar tatsächlich hier so einen Flur machen und hier noch ein Zimmer. Aber das machen wir gleich, wenn wir noch genug Geld haben, falls überhaupt, vielleicht, eventuell. Dann einmal ganz, ganz stumpf. So, nein. Nach da bitte, danke. Und dann würde ich eventuell hier die Küchenecke einrichten. Haben wir da... Achso, so. Ne, das muss so ein Eckstück sein. Nein, das wollte ich eigentlich. Hallo. Wie kann ich das denn ändern? Kann ich es gar nicht ändern? Ja, das finde ich jetzt ein bisschen asozial, ne? Dass man das jetzt nicht mehr nachträglich ändern kann. Muss ich mir so eine gebrauchte Kacktheke auch noch extra kaufen. In der falschen Farbe sogar noch. Oh. So. Dann kommt hier jetzt der Kühlschrank ran. Und eventuell dann sogar hier noch eine Theke. Und dann hier den Ofen. So, dann haben wir jetzt den Feuermelder auch unten. Wenn wir da jetzt überhaupt noch irgendwie sowas haben. Nee, haben wir natürlich nicht. Muss ich natürlich kaufen, das ist bestimmt teuer. Verdammt, ja, das ist teuer. Okay, es geht eigentlich. Dann hier noch die Mülltonne. Ach, natürlich den wunderschönen Teller und das Waschbecken darf ich nicht vergessen. So. Und hier jetzt ein schönes, großes Wohnzimmer. Dann nehme ich das alles mal mit. Kann erstmal da liegen bleiben, das kann auch da liegen bleiben. Das nehme ich auch mal lieber mit. Das kann ich dann jetzt endlich im Klo hinstellen. So. Dann haben wir hier schon mal den komischen kleinen hässlichen Tisch. Gibt es in anderen Farbvarianten denn so weiß eventuell? Mal sowas, das passt doch schon viel eher. Dann so. Dann kann ich die Dingens auch mal... Die kann ich ja nicht unten lassen. Mir stört sie ja eh keinen.
Kann ich das hier jetzt auch mit nach hier oben stellen? Und noch ein Esstisch. Das Geld ist, glaube ich, noch drin. Wobei ich da auch jetzt echt ein bisschen aufpassen muss. Ja, nee, den finde ich hässlich. Was kostet der? 99. 200. Ja, dann nehme ich den für 99, ne? Versteht sich. Passt jetzt nicht optimal hier ran. Bräuchte dann schon irgendwie was Passendes hier. Weiß gar nicht. Will ich das so? 900 haben wir dann noch übrig. Ich glaube, das lassen wir jetzt dann auch einfach so. Und verschiebe ich ein bisschen so nach hier. Würde noch einen runden Teppich eventuell drunter setzen, aber das wäre es dann auch. So einen schönen runden hier. Waren die nicht größer? Und mein Lieblingsteppich. Ach ja. Schön. Jetzt muss ich gucken, was ich hier unten mache. Ich glaube, erstmal lasse ich das als eine Art Arbeitszimmer hier. Kann man sozusagen jetzt jeden Kram einfach hinstellen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten so. Dann würde ich jetzt hier in die Ecke das hier stellen. So, die Musikanlage würde ich stehen lassen. Das hier steht auch noch da. Das hier zur Seite räumen und das hier auch. Und dann kann ich sogar tatsächlich den Kram auch mal reinpacken. So, tada. Und wir haben alles drin. Das ist doch mal eine erfolgreiche hier. Oh, verdammt, da muss eine Stunde zur Arbeit. Warum willst du tanzen? Du kannst dir doch mal oben... Guck mal, jetzt haben wir oben schon eine coole Küche. Dann kannst du dir doch mal hier so mal eine schnelle Mahlzeit machen. Okay, gut, es ist ziemlich ungewohnt, dass das Wohnzimmer und das Esszimmer oben ist. Aber es gibt tatsächlich durchaus Häuser, wo das so ist. Fabian macht eine Phase durch. Macht eine Phase durch, ja. Er geht auf Distanz und eine Weile lieber... Und ist eine Weile lieber alleine. Die Wehen haben eingesetzt. Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, bekommen wir jetzt ein Kind. Mitmachen. Wir nehmen mit. Wir nehmen den mit. Nehmen dich nicht mit. Wir nehmen hier den Sohnemann mit. Und auf geht's, Bibi bekommen. Denn ich habe jetzt auch original perfekterweise den Kommentar hier hingepackt von Jin oder Hin oder Hin. Ich weiß es nicht, ich sage einfach Jin, okay? Ich hoffe, es ist okay, es tut mir sehr leid. Und zwar haben wir einmal, wenn es ein Mädchen wird, Shayla oder wenn es ein Junge wird, John. Beide Namen finde ich persönlich nicht schlecht. Shayla klingt sogar ein bisschen exotischer, finde ich ganz gut. Mal gucken, ob es Zwillinge werden. Wenn es junge Mädchen wird, dann werden auf jeden Fall beide Namen verwendet. Wir müssen uns schnell anmelden. Bestellen? Nein, 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 wir wollen uns anmelden. Hallo. Warum ist hier kein Personal? Ich bekomme ein Baby, hallo. Wir essen nichts. Ich möchte mich bitte einmal... Ich möchte einmal bitte mein Kind kriegen, darf ich? Darf ich mein Kind einfach da bekommen? Hallo. Wie jetzt? Oh, oh. Oh, okay, Florian ist doch kein Arzt. Hallo, würden irgendwer bitte... Wir essen jetzt eh erstmal was, aber... Fabian ist zur Arbeit. Okay, gut, dann sind wir jetzt eh alleine. Widerlich sein? Nein, ich möchte mein Kind kriegen. Wir singen, üben, singen. Komm. Levelaufstieg.
die Sängerfähigkeit erworben. Singfähigkeit, Entschuldigung. Luisa hat die Singfähigkeit erworben. Du kannst die Fähigkeit von Luisa verbessern, indem du auf ein Mikrofon oder auf Luisa klickst und dann Singen üben auswählst. Sie kann jetzt House, Jazz oder Popsongs singen. Wenn du an der Karaoke-Maschine Duett singen wählst, kann sie Country singen, so. Will gar keiner arbeiten kommen? Komm mal hier hin, bitte. Ich raste, Lena Palm. Reset. Sim. Lena. Palm. Nee. Nein. Reset. Sim. Lena. Palm. Würden Sie jetzt an die Arbeit gehen? Ups. Wieso zur Hölle möchte keiner, dass ich hier... Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Wir gehen zurück nach Hause. Obwohl die Wehen eingesetzt haben, möchte uns im Krankenhaus keiner helfen. Wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aufs Neue. Weil Fabian ist ja jetzt zur Arbeit und das Baby muss jetzt trotzdem raus. Das ist nun mal gang und gäbe, dass wenn das raus möchte, es raus muss. So, und jetzt nochmal von vorne. Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen. Wir gehen komplett ohne alle. Dankeschön. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Mal gucken, ob jetzt ein Arzt da ist. Ob ich überhaupt an die Information darf und überhaupt angenommen werde. Werden wir gleich alles sehen. Ich möchte das alles noch in dieser Folge machen. Deswegen, ja. So, hallo, ich bin zurück. Ich möchte bitte einmal mein Kind kriegen. Ich möchte mich, hallo. Ach, jetzt geht das auf einmal. Stopp. Luisa hat erfahren, dass Lena als Chirurgin bei... Ach, Lena ist doch die Chirurgin. Tantiemen bekommen, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir haben leider keine Zwillinge bekommen. Dies ist verdächtig. Warum zur Hölle sind das keine Zwillinge? So, komm. Darf ich jetzt? Hallo? Können Sie bitte... Achso, ups. Luisa hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du sie nennen? Unser Vorname wird... Ich nehme den Namen von der lieben Jin. Von dem lieben Jin. Jin-Sternchen, Jin-Star, whatever. I'm sorry. So. Und zwar Shay... La. Shayla Klee. Yes. Luisa hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du sie nennen? Ganz klar. Clary. Von Shadowhunters. So. Wir haben zwei Babys bekommen. Wir haben zwei Babys bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben zwei Babys. Wir haben zwei Babys. Wir haben zwei Babys bekommen. Zwei Babys bekommen. Hahaha. Dankeschön. Und jetzt kriegen wir die Wiegen geschenkt, habe ich gehört, ne? Achso, und das andere Kind, das nehmen wir nicht mit, ne? Das lassen wir hier. Shayla und Clary wurden zur Tagespflege geschickt. Die Mädchen sind in guten Händen. Okay, und jetzt ab nach Hause, denn wir haben die Kinder gekriegt. Oh, zwei Mädels, das ist sehr, sehr gut. Also wir haben jetzt Fabian als einzigen Jungen tatsächlich gerade momentan. Mal gucken, was das nächste Kind uns bringt. Vielleicht kriegen wir wieder Zwillinge. Ich hoffe es. Boah, das war gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut, dass wir jetzt Zwillinge bekommen haben. Finde ich persönlich top. Sind von der Tagespflege zurück.
Ach, da stehen sie, okay. Ja, dann, wo wollen wir die denn hinpacken? Möchte ich jetzt mal ganz dreist sein und die einfach nach oben stellen? Komm, wir stellen die beiden tatsächlich einfach mal nach oben ins Wohnzimmer und in die Küche. Komm. Fürs Erste kommen die nach da oben. So, jetzt haben wir wo wen? So, hier haben wir einmal die Shayla. Und hier haben wir einmal die Clary. Welche beide am Weinen sind. Aber es sind jetzt auch beides Mädchen, ne? Warum ist das eine gelb, das andere blau? Okay, ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben die zwei Betten kostenlos bekommen. Gott sei Dank. Danke für den Tipp nochmal. Ich glaube, Jin, das warst du tatsächlich sogar auch. Und ja, jetzt haben wir zwei kleine Bibis. Ja, du hast Geschwister gekriegt. Kümmere dich ein bisschen um die. Ah, hier, top, top. Luisa weiß direkt, wie es losgeht. Direkt hier, ne? Warum bist du wütend? Ungewollt. Oha, was bist du denn? Nein, dann gehst du jetzt bitte. Dann geh jetzt weg. Dann geh, keine Ahnung, da. Nee, kannst du nicht, okay. Dann geh was anderes machen. Kannst du der anderen bitte auch was zu essen geben? Füttern. Nimm sie mal bitte auch an die Brust. Ja, Julia, bitte einmal weggehen. Wir kümmern uns schon drum. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch einmal schnell den... Okay, komm, den Garten, den pflegen wir... Wer zur Hölle bist du? Ach, Marco, hi. Dich müssen wir auch noch rumkriegen. Dich kriegen wir noch rum. Wir brauchen wieder Kinder. Wir produzieren... auch wie vom Fließband, ne? Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch aber fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn das heißt Let's Play The Sims 3 ein... Sims 3, ja. Let's Play The Sims 4 100 Baby Challenge. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.